Ja, hier eine Aufgabe aus dem Bereich Stochastik oder Markov-Ketten. In einem Gefäß sind vier schwarze Kugeln, in einem zweiten Gefäß vier weiße Kugeln. Man entnimmt gleichzeitig je eine Kugel aus beiden Gefäßen und legt die gezogenen Kugeln in das jeweils andere Gefäß. Der Ziehvorgang werde so lange durchgeführt, bis im ersten Gefäß entweder wieder vier schwarze Kugeln sind oder vier weiße Kugeln. Bestimmen Sie das Übergangsdiagramm, die Übergangsmatrix und die Zustandsvektoren. Was mit Zustandsvektoren hier genau gemeint ist, das weiß ich im Moment auch nicht so genau. Ja. Aber wir können uns zumindest erstmal über das Übergangsdiagramm Gedanken machen und über die Übergangsmatrix. Also, wir haben ein Gefäß und dort sind vier schwarze Kugeln drin. Gefäß 1, 2, 3, 4. Und wir haben ein weiteres Gefäß, das mache ich mal so klein dahinter. Da haben wir vier weiße Kugeln drin. Das ist nicht die einzige Möglichkeit. Wir könnten ja auch in diesem vorderen Gefäß drei schwarze Kugeln haben und eine weiße. Dann müssten in dem kleinen anderen Gefäß drei weiße und eine schwarze sein, ne? So, wir könnten aber auch in dem vorderen Gefäß zwei schwarze Kugeln haben und zwei weiße. Und in dem hinteren kleinen, genau umgekehrt, zwei weiße und zwei schwarze. Also das nenne ich hier mal Zustand 1, Zustand 2, Zustand 3. Ja, entsprechend in dem vorderen Gefäß nehme ich mal drei weiße Kugeln und eine schwarze. In dem hinteren Gefäß dann entsprechend drei schwarze und eine weiße. In dem vorderen Gefäß vier weiße. Und in dem hinteren Gefäß vier schwarze. So, das wären meine Zustände 4 und 5. Ja. Wir bestimmen erstmal das Übergangsdiagramm. Das ist mit Sicherheit hier einfacher. Also 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben 5 Zustände. Ups. Das sollte eine 3 sein hier. 4, 5. Wenn wir uns im Zustand 1 befinden, kommen wir nach 2. Wenn ich aus dem ersten Gefäß eine schwarze Kugel rausziehe, das passiert mit der Wahrscheinlichkeit 1, und aus dem hinteren Gefäß eine Kugel, das eine weiße mit der Wahrscheinlichkeit 1 rausziehe, entsprechend in das andere Gefäß rein tue, komme ich automatisch in den zweiten Zustand. Da ist die Übergangswahrscheinlichkeit also genau 1. Wenn wir uns in dem zweiten Zustand befinden, dann kann passieren, dass wir nach Zustand 1 wieder zurückwechseln. Was müsste ich dazu tun? Dann müsste ich aus dem ersten Gefäß die weiße Kugel ziehen. Das passiert höchstwahrscheinlich mit der Wahrscheinlichkeit 1/4. Und ich müsste aus dem zweiten Gefäß genau die schwarze Kugel ziehen. Das passiert auch mit 1/4. Das heißt, insgesamt mit 1/16, mit der Wahrscheinlichkeit 1/16, müsste ich zurück in den ersten Zustand kommen. 1/16. Wann komme ich zurück, wann komme ich vorwärts in den dritten Zustand? Ja, dann müsste ich hier eine schwarze Kugel rausziehen. Ja, aus dem ersten, das passiert mit 3/4 auf jeden Fall. Und aus dem hinteren müsste ich eine weiße ziehen, das passiert auch mit 3/4.
Also mit 9 Sechzehnteln wechsle ich in den dritten Zustand. 9 Sechzehntel. Ja, ich mache das mal etwas größer hier. 9 Sechzehntel. In den dritten Zustand. Jetzt könnte ich aber auch in dem zweiten Zustand bleiben, wenn die Wahrscheinlichkeit 1 Sechzehntel ist, dass ich zurückgehe, 9 Sechzehntel, dass ich vorwärts in den dritten Zustand gehe, dann sind das schon 10 Sechzehntel. Die Wahrscheinlichkeit müsste also, dass ich im zweiten Zustand verweile, 6 Sechzehntel sein, damit die Summe der Wahrscheinlichkeiten entsprechend 1 ist. Wenn wir uns im Zustand 3 befinden, kommen wir eventuell wieder zurück. Wir kommen vorwärts und wir können in 3 verweilen. Zurück in den zweiten Zustand kommen wir, wenn wir aus dem ersten Gefäß eine weiße Kugel ziehen. Das passiert mit 2, mit 1,5 kann ich auch schreiben. Ja. Also 1,5 und aus dem zweiten Gefäß müsste ich dann eine schwarze ziehen, also auch 1,5. Das heißt, mit 1/4 wechsle ich in den vorhergehenden Zustand. Von 3 nach 4 komme ich, wenn ich aus dem ersten Gefäß eine schwarze Kugel entferne und aus dem hinteren eine weiße Kugel. Ja, aus hier eine schwarze Kugel ziehe ich mit 1,5, aus dem hinteren eine weiße Kugel auch mit 1,5. Also mit 1/4 wechsle ich in den Zustand 4. 1/4. Dann habe ich 1/4, gehe ich zurück, 1/4 gehe ich nach vorne, sind schon 2/4. Dann fehlen mir noch 2/4. Und das sind die, wenn ich in 3 verweile. Das heißt, aus dem ersten Gefäß würde ich dann eine weiße Kugel ziehen und aus dem zweiten Gefäß eine weiße oder aus dem ersten Gefäß eine schwarze und aus dem zweiten Gefäß eine schwarze. Wenn ich mich im Zustand 4 befinde, kann ich entweder wieder zurück, dann müsste ich aus dem ersten Gefäß eine weiße nehmen, 3/4, und aus dem zweiten Gefäß müsste ich eine schwarze nehmen. Das sind auch 3/4. Das heißt, mit 9 Sechzehntel komme ich hier zurück. Dann kommen wir vorwärts in den anderen Zustand, in den fünften Zustand. Wenn ich aus dem ersten Gefäß die schwarze Kugel nehme und aus dem hinteren Gefäß die weiße Kugel, das ist also 1/4 mal 1/4, also mit 1 Sechzehntel. Ja, wir haben schon 9 Sechzehntel und 1 Sechzehntel sind zusammen schon 10 Sechzehntel. Fehlen mir noch 6 Sechzehntel. Das müsste also die Wahrscheinlichkeit sein, dass wir aus dem ersten Gefäß eine weiße und aus dem zweiten Gefäß eine weiße oder aus beiden Gefäßen eine schwarze ziehen. Wenn wir uns in Zustand 5 befinden, können wir aus dem ersten Gefäß nur eine weiße und aus dem zweiten Gefäß nur eine schwarze Kugel ziehen. Das heißt, das funktioniert hier mit der Wahrscheinlichkeit 1. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall zurück in den Zustand 4. Ja, das wäre also hier ein Übergangsdiagramm für diesen Prozess. Wir wollen uns mal eine Übergangsmatrix angucken, wie die aussehen könnte. Ja, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 1, 2, 3, 4, unsere 5 Zustände. Und wir haben hier Zustand 1. Wir haben hier Zustand 2. Wir haben hier Zustand 3. Wir haben hier Zustand 4. Wir haben hier Zustand 5, das langt schon. Ja.
So, wir wechseln von 1 nach 1 mit der Wahrscheinlichkeit von 0. Wir können nämlich nur von 1 nach 2 wechseln. Entsprechend alle anderen Einträge sind 0 hier. Wir können von Zustand 2 nach 1 und nach 3 wechseln. Alle anderen Zustände wären 0. Von 2 nach 1 wechseln wir mit der Wahrscheinlichkeit 1 Sechzehntel. Von 2 nach 2 mit der Wahrscheinlichkeit 6 Sechzehntel und nach 3 mit der Wahrscheinlichkeit 9 Sechzehntel. Wenn wir uns im Zustand 3 befinden, kommen wir nur nach 2, 3 und 4. Von 3 nach 2 ist 1 Viertel. Von 3 nach 3 habe ich da 2 Drittel hingeschrieben. Das ist doch sicherlich verkehrt. Ja, das sollten 2 Viertel sein. Ja. Sorry. Ja, die Wahrscheinlichkeit muss natürlich von Zustand 3 genau wieder ein Ganzes sein. Also mit 1 Viertel kommen wir zurück, mit 2 Viertel bleiben wir im Zustand 3, mit 1 Viertel kommen wir in den Zustand 4. Wenn wir uns in 4 befinden, kommen wir nach 3, 4 und 5. Und zwar nach 3 zurück mit der Wahrscheinlichkeit 9 Sechzehntel. Wir verweilen in 4 mit der Wahrscheinlichkeit 6 Sechzehntel. Und wir wechseln in den Zustand 5 mit der Wahrscheinlichkeit 1 Sechzehntel. Ja, wenn wir uns in 5 befinden, dann können wir nur zurück nach 4 und das mit der Wahrscheinlichkeit von 100%. Das heißt, dieses hier, wenn ich da eine Klammer drum setze und hier eine Klammer, dann ist das meine Übergangsmatrix. Ja. Wir können bestimmt einen Zustandsvektor angeben, den Startvektor. Nämlich ich weiß, zu Anfang befinde ich mich zu 100% in dem Zustand 1. Und zu 0% in allen anderen vier Zuständen. Also damit hätte ich jetzt einen Zustandsvektor gefunden. Die nächsten Zustandsvektoren wären entsprechend zu berechnen. Also V1 würde ich jetzt zum Beispiel berechnen über meine Matrix M, M mal V0. Ja. Den Zustandsvektor 2 könnte ich berechnen über M mal V1. Ja. Das heißt, eigentlich könnten wir hier, da es eine Markov-Kette ist und ich mich ja zum Schluss in entweder in Position 5 befinden sollen, denn von dort komme ich ja gar nicht wieder zurück. Ja, das heißt, hier gibt es keinen Zustand. Ich bleibe ja in 5, weil das Spiel dann zu Ende ist. Das heißt, das könnten wir hier entsprechend auch modellieren. So, wenn ich mich nachher in 5 befinde, dann bleibe ich auch in 5. Ja, ein Endvektor. Und natürlich könnten wir das hier in dem ersten Zustand auch machen. Und zwar komme ich von dem ersten Zustand auch nicht mehr weg, sondern bleibt dort mit der Wahrscheinlichkeit von 100%. Das heißt, dann haben wir hier einen Übergang von 1 nach 1 und ein Übergang von 1 nach 2 ist dann entsprechend 0. Ja. Jetzt muss ich allerdings starten. Muss ich allerdings im Zustand 2 starten, nämlich genau nach dem ersten Zug.
Ja, den mussten wir uns ja in 2 befinden. Das heißt, V0 wird hier günstigerweise sein. Mein Zustandsvektor 0, 1, 0, 4, 5, so, ne? Ja, die Folgezustände kriege ich jetzt entsprechend über V1 ist gleich m mal V0. Ja, V2 ist entsprechend m mal V1. Und da ich für V1 ja auch sagen konnte, m mal V0, wären das m mal V0 oder halt auch m Quadrat mal V0. Das heißt, den Zustandsvektor Vn würde ich berechnen über m hoch n und das Ganze mal V0. So, und wenn wir das ausführen, dann sollten wir, wenn wir m hoch n berechnen für sehr, sehr große n, dann vermuten wir, dass dieses gegen eine Grenzverteilung geht, und zwar gegen dass wir Nullen in der zweiten bis vierten Zeile haben und was wir denn in der ersten und fünften Zeile für Werte stehen hätten, dass wir die Grenzverteilung für einen Gewinn im Zustand 1 und für ein Ende im Zustand 5. Ja, damit bedanke ich mich. Bis zum nächsten Mal.